dein Outfit. Dankeschön, ich mag es auch gerne. Also ich habe mir auch echt Mühe gegeben. 6 Monate Haare wachsen lassen und dann schön abrasieren. Hast du auch Angst für den Holländern? Nee, also was ich da gesehen habe gegen Dänemark, das war Mittelmaß bis schlecht. Also wie die Chance nicht reinmachen, das kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, wir gewinnen 3-0, habe ich getippt. Und ich glaube, so wird es auch ausgehen. Aber wenn Deutschland gewinnt, fahren wir natürlich rüber nach Holland und feiern da. Ein bisschen vorzeigen, aber wenn Holland gewinnt, sind wir immer noch glücklich, weil ich meine, sie wohnen immerhin nebenan und dann können wir... Also wenn Holland gewinnt, gehst du dann nicht nach Holland, um auch mit den Holländern mitzufeiern? Ja, dann sollen die herkommen, okay? Aber wenn wir gewinnen, gehen wir zu denen. Okay. Wir rennen zweimal mit Van Persie. Fallsteiger. Gomez dreht sich! Neuer Spielstand, Deutschland, die Niederlande. So, ja, das war sie, die erste Halbzeit, Deutschland, Niederlande. Der Ball sitzt für Podolski, der Linkerkant läuft lahm, lahm, weg, weer. Ja, Hollande, ja. Goed gezien van de scheidsrechter. Stekelenburg meespelen. De tweede helft was inderdaad veel beter dan de eerste. Je woont hier vlak naast de Duitse grens. Bent u niet stiekem ook een klein beetje voor de Duitsers? Nee. Wat dat betreft ben ik gewoon heel chauvinistisch. Ik ben een Nederlander, dus ik ben voor Oranje. En dat de Duitsers hier zitten, dat vind ik helemaal toppie. Maar ga voor Oranje. Nou, ik zag u nog een beetje duimen en u heeft van die mooie nagels. Hoe heeft u dat gemaakt? Dat doet een vriendin van mij. En ik denk de Nederlandse driekleur. Wie weet helpt het. Maar ja, tot nu toe. Natuurlijk gaan we zondag kijken. We blijven achter Oranje staan. En als ze verliezen, nou ja goed. Dan hebben we 3 leuke avonden gehad. En dan gaan we over 2 jaar verder kijken.